Ja, zunächst Kino. Früher dachte ich, in meinem Job ging es um Gangsterjagd und Verhaftung. Heute sehe ich das anders. Wir analysieren Daten, finden Muster und entscheiden dann, wo wir unsere Streifen am besten hinschicken. Wir konnten die Kriminalität in manchen Städten um bis zu 30% senken, indem wir Verbrechen verhindern, bevor sie passieren. Machen wir den Planeten ein bisschen smarter. Ja, das habe ich vor ein paar Wochen noch gefunden bei meiner Recherche. Ich bin Ben, ich studiere Informatik und Psychologie in Berlin und habe mich mit Videoüberwachung und automatisierter Videoüberwachung beschäftigt. Und los geht's. Also mein Ziel von diesem Vortrag ist einfach, euch zu informieren und den Diskurs anzuregen, weil darüber aus meiner Sicht noch nicht genug geredet wird. Ich erzähle kurz was über Videoüberwachung, dann stelle ich so die Forschungsprojekte vor, die sich damit beschäftigen. Gehe dann ein, was die Computer Vision macht, also das Bild verstehen, und werde mir dann mal genauer angucken, was eigentlich diese Projekte für eine, was für eine Ethik dahinter steckt, wie die an diese Sache rangehen, weil natürlich das ethische Probleme aufwirft. Man sieht jetzt die Untertitel nicht, aber das ist nicht so schlimm. Also zur Videoüberwachung, ja, was ist das Problem? Wir haben Terrorismus und Kriminalität, wir haben Gewalt, wir haben Vandalismus. Und dann, als irgendwann die Kameras ein bisschen billiger geworden sind, haben sich ganz viele gedacht, so Mensch, da kann man doch bestimmt was gegen tun. Und zwar Videoüberwachung. Und zwar haben die sich, nee, das ist jetzt wirklich zu viel abgeschnitten. Können wir da nochmal was machen? Es ist gar nichts mehr. Bitte? Mm-mm. Also jetzt sieht man ja eigentlich die Unterkante, aber jetzt ist mein Rechner abgeschmiert. Ich mach nochmal. Ab. Der Beamer hat meinen Laptop gefressen. So, ich muss neu starten. So, Masse 1024 mal 768 ausgehen, das ist so unser Standard. Ja. Ich habe es gerade rausgezogen auch, ne? Ist das vielleicht eine einfache analoge Lösung, die Videoleiter ein Stück weiter runterziehen? Nee, das ist einfach abgeschnitten auch. Ja. Geht nicht weiter. So, mach du mal erstmal hier direkt. Mhm.
Ja, dann fange ich schon mal ein bisschen an zu reden. Also, bei der Videoüberwachung hat man sich gedacht, naja, man kann die präventiv einsetzen, man kann die einsetzen, um ein Sicherheitsgefühl zu erzeugen und man kann die einsetzen, um... Ist denn jetzt wenigstens voll drauf? Ja, super. Dann noch eben das Video vorbereiten. Soll ich das Video nochmal zeigen? Helfen. Ja, willkommen. Lag wohl irgendwie an allem. Genau, und dann werde ich auf die Ethik eingehen. Also zunächst zur Videoüberwachung. Wir haben Terrorismus und Kriminalität, wir haben Gewalt und wir haben Vandalismus und dann haben sich schlaue Leute überlegt, wir könnten ja Videoüberwachung machen. Und das Versprechen, was sie sich gemacht haben, ist Prävention, also tatsächlich Verbrechen zu verhindern durch die Videokameras, ein Sicherheitsgefühl zu erzeugen. Und eine Hilfe bei der Ermittlung zu bekommen, also im Nachhinein, nachdem das Verbrechen irgendwie stattgefunden hat oder die Kriminalität oder der Vandalismus oder der Terror, dann aufzuklären, wer da dran schuld war. Und ich habe es ein bisschen ausgegraut, ein ganz wichtiger Punkt eigentlich, aber der wird halt nicht so viel politisiert, die Personalaussprache ist einfach, also da gibt es interessante Texte von der Leipziger Polizei. Genau, und die Hoffnung, ganz einfache Rechnung, dass diese drei Sachen einfach dann mehr Sicherheit bringen. Begünstigen kam dann natürlich 9/11 dazu, die ganze Panikmacherei und der unreflektierte politische Hype, der passiert ist, dass einfach Politiker sich damit profiliert haben, zu sagen, so, ja, ich tue was für die Sicherheit, wir brauchen mehr Videoüberwachung, was ja jetzt auch gerade wieder ganz jüngst in den Medien war. Und natürlich die geringer werdenden Kosten für die Technik, weil es einfach massenweise eingesetzt wird und die Kameras billiger werden. Deswegen gab es eben diesen massiven Ausbau. Bis 2003 gab es einen totalen Überwachungsboom, vor allen Dingen in Großbritannien. Noch ein sehr interessantes Buch von Peter Alexis Albrecht, Der Weg in die Sicherheitsgesellschaft, da ist so die Kernthese, dass eben nicht mehr die Freiheit des Einzelnen im Mittelpunkt steht, die durch Sicherheit geschützt wird, sondern dass die Sicherheit des Systems selbst eben im Mittelpunkt steht. Und wenn man das mal im Hinterkopf behält, dann kann man dann ganz viele Sachen ganz danach einfach mal beurteilen und dann sieht man, was eigentlich hier passiert. So, was wir also haben, sind diese drei Sachen. Tja, aber was haben denn diejenigen, die diese drei Sachen verursachen? Naja, die Terrorismen, also die Terroristen und die Verbrecher, die haben natürlich irgendwie Verstand. Die planen die Kameras mit ein. Ich habe Interviews von Drogenkriminellen gelesen, die sich daraus sogar einen Spaß gemacht haben, irgendwie die Kameras zu umgehen. Naja, und die Gewalttätigen, die haben ganz offensichtlich keinen Verstand, weil die kümmern sich nicht wirklich um die Kameras. Also wenn irgendwas akut passiert an einem Bahnhof, wie es auch ab und zu wieder passiert, dann sehen wir, dass die Kameras eben nichts bringen, sondern diese Kameras einfach ignoriert werden im Affekt. Naja, und diejenigen, die Vandalismus betreiben, oder ich habe da ganz beabsichtigt dieses Bild genommen, die haben Kapuzen. Also wir sehen, das eigentliche Effektivitätsproblem ist sozusagen der Umgang der Menschen mit den Kameras. Dass sie nämlich, dass sie das einplanen oder dass sie es ignorieren oder dass sie sich nicht drum kümmern.
Es liegt also nicht an der Qualität oder der Quantität der Technik. Außerdem ein weiterer wichtiger Punkt ist eben, diese Überwachungsmaßnahmen eigentlich, damit sie funktionieren, in einen weiteren breiten Maßnahmenkatalog eingebettet werden müssen, dass eben Streetworker da sind, dass Parks irgendwie so gestaltet werden, dass sie einsichtiger sind oder so, und so weiter und so fort. Weil wenn die Kamera irgendwie an der Wand hängt und die nicht von der Wand springt, wenn gerade jemand mit einem Messer vor mir steht, dann bringt es halt einfach nichts. So, und im Hinterkopf auch nochmal dieses Personalersparnis, ne? Dass eben diese Einbettung von Videoüberwachung gar nicht wirklich möglich ist, weil man wollte ja Geld sparen mit den Kameras, dass eben nicht mehr so viele Leute rumstehen und bezahlt werden müssen. Insofern ist es ja auch ganz nachvollziehbar. So, was aber die Überwachenden selber für Probleme sehen, ist eben, wir haben zu wenig Personal für viel zu viel Bildmaterial, wir haben eine zu schlechte Bildqualität, weil sie sich dann irgendwie wundern, ja, irgendwie dieses Gesicht hinter der schwarzen Kapuze, das ist irgendwie so verpixelt. Und worüber auch oft gejammert wird, sind einfach zu kurze Speicherungszeiten. Was macht man da? Naja, entweder baut man halt noch mehr Kameras mit einer noch besseren Auflösung, aber das, wie gesagt, das löst das Problem ja gar nicht. Deswegen gibt's sehr viele Überlegungen, diese ganze Sache zu automatisieren, dass nämlich nicht mehr Menschen die Bilder angucken, sondern Computer. Also der neue Gral der Überwachenden, die Automatisierung der Überwachung. Und da gibt es eine ganz interessante Dreisat-Doku. Und da sagt ein niederländischer Wissenschaftler, der eben genau an dieser Automatisierung von der Verhaltenserkennung forscht, das perfekte System reagiert sofort, macht keine Erkennungsfehler, detektiert alle Vorfälle, gibt keine Falschalarme und ermöglicht rechtzeitiges Eingreifen. Mir ist da irgendwie gleich dieser sagenumwobene Computer aus dem Anhalter angefallen. A computer which can calculate the answer to the ultimate question. Also von Orakellösungen sprechen wir da in der Informatik, also Sachen, an die man nur ganz ansatzweise rankommt, wenn in diesem Fall überhaupt. Und weil sich das aber so lecker anhört für die Videoüberwacher, gibt es eben riesengroße Sicherheitsforschungsprojekte. Ich habe mir jetzt die in der Europäischen Union und Deutschland angeguckt. Und in der Europäischen Union werden bis 2013 eben 1,4 Milliarden vom EU-Haushalt für solche Forschungsprojekte zur Verfügung gestellt. Unter anderem eben INDECT. Ich will INDECT gar nicht so zentral heute stellen, weil da gab es schon ein paar Vorträge drüber und da wurde auch schon viel diskutiert und eben auch einiges an falschen Informationen und Übertreibungen dargestellt, was für den Diskurs vielleicht gar nicht so sinnvoll ist. Wenn sozusagen die ganze Kritik auf Sachen geht, an denen sie nicht wirklich forschen, da muss man ein bisschen aufpassen. Jedenfalls ist es eines von 130 seit 2007 bewilligten Projekten von diesem Sicherheitsforschungsprogramm. Und dann gibt es aber auch noch, eben, das ist eben nur die Spitze des Eisbergs, es gibt eben noch ganz viele andere Projekte, die an der Automatisierung von Verhaltenserkennung, von Videoüberwachung, von Bildverstehen arbeiten. Unter anderem in Deutschland eben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmenprogramm Forschung für die zivile Sicherheit. Im Themenfeld Mustererkennung. Da habe ich hier mal ein paar aufgeschrieben. ADIS, Apfel, ASEF, Common Sense, DigiDuck, InBeki, MOVIT, Sicura und VASA. Wobei MOVIT ein bisschen eine besondere Rolle einnimmt, weil die sich eben tatsächlich mit ethischen Aspekten beschäftigt und die so ein bisschen projektbegleitend sind. Da bin ich auch gerade ein bisschen mit Projektteilnehmern im Kontakt. Aus dem Rahmenprogramm der Bundesregierung, also noch ganz frisch, für die Forschung für die zivile Sicherheit 2012, Zitat: Die zivile Sicherheitsforschung wird mit ihren Innovationen dazu beitragen, den Markt für Sicherheitstechnologien und Dienstleistungen weiterzuentwickeln, sodass innovative deutsche Unternehmen sowie forschende Einrichtungen von diesem boomenden Markt profitieren können. Es geht also nicht nur um Sicherheit, sondern anscheinend auch um Marktfähigkeit. Also vielleicht haben wir noch Vorträge über Nokia, Siemens im Kopf von irgendwelchen Handyortungsapparaturen, die irgendwie an nicht demokratische Länder exportiert werden. Also Deutschland ist da ganz groß drin, Sicherheitstechniken zu exportieren. Für diejenigen, die von INDECT noch nichts gehört haben, ich würde mich schon mal interessieren, wer hat davon noch nichts gehört? Okay. Das ist erschreckend viel. Also es ist ja schon, es gab schon
Das ist ja keine Kritik. Also es ist ja eher Kritik an den Medien, die halt noch nicht so viel darüber gesprochen haben, aber es gibt eben noch viel mehr. Also diejenigen, die über Index schreiben, schreiben eben eher weniger auch über diese anderen Projekte, die halt auch alle noch einiges im Petto haben. Ja, das ist ein EU-Forschungsprojekt, eben aus diesem Budget, was ich eben vorgestellt hatte, mit einem Gesamtetat von 14,86 Millionen Euro, davon 10,9 Millionen EU-Zuschuss. Und die forschen schon seit 2009 bis 2013 noch. Das sind europäische Universitäten, polnische und nordirische Polizei mischen da auch mit und verschiedene europäische kommerzielle Unternehmen, also auch eine Wuppertaler Universität, die sich so mit Medien und Watermarking beschäftigt und eine Firma aus Berlin, Psi-Transcom. Ja, und das Ganze soll von einem Ethikrat begleitet werden, der sich eben mit ethischen Fragen auseinandersetzt. Und zu der Ethik, die dahinter steckt, komme ich später noch. Weil es eben so viele Fehlinterpretationen und Falschmeldungen gab, nochmal zur Unterstreichung, es ist ein Forschungsprojekt und da legen die total viel Wert drauf. In allen Medien wird immer so ein bisschen von Index als das System, was dann später eingesetzt wird gegen uns, was für die Überwachung verantwortlich ist. Da muss man ganz doll auf die Sprache achten. Man kann eben nicht sagen, und wird Index uns dann überwachen? Nee, Index ist das Forschungsprojekt und die forschen eben daran. Und was dann dabei rauskommt, ist dann irgendwie ein System. Da muss man irgendwie ein bisschen auf die Vokabeln achten, damit man sich versteht, wenn man sich unterhält darüber. Und deswegen lese ich einfach mal genau vor, was da offiziell angegeben wurde. Projektziele sind die Schaffung einer Plattform für die Registrierung, den Austausch operativer Daten, den Erwerb von Multimedia-Inhalten, die intelligente Verarbeitung aller Informationen, die automatische Aufdeckung von Bedrohung und die Erkennung von abnormalen Verhalten oder Gewalt. Die Entwicklung eines Prototyps eines integrierten, netzwerkzentrierten Systems zur Unterstützung der operativen Aktivitäten von Polizisten und Bereitstellung von Techniken und Instrumenten zur Beobachtung verschiedener beweglicher Objekte, also so Drohnen und so ein Kram. Und Entwicklung eines neuen Typs von Suchmaschine, der anhand von Wasserzeichen, Bilder und Videos im Internet unmittelbar abrufen und Metadaten in Form von digitalen Wasserzeichen speichern kann. Diese drei Punkte habe ich aus einer parlamentarischen Anfrage an die Europäische Kommission, von dort kommt es. Index selbst sieht so drei große Säulen, was sie so betreiben. Ich finde diese grüne Säule ein bisschen absurd, aber einmal dieses Intelligent Monitoring for Threat Detection und das Threat Detection in Computer Networks. Also einmal sozusagen die echte Welt, also Kameras, alles, was man so an Audio und Video produziert als Mensch in der Straße zu beobachten irgendwie. Und dann einmal diese Durchforstung des Internets. Die Data Protection und Privacy Protection ist, kommen wir noch dazu. Ja genau, konkret geforscht wird eben an akustischer und visueller Verhaltenserkennung, Objekt- und Gefahrenerkennung, zum Beispiel Waffen in einem Videobild zu erkennen oder irgendwelche gefährlichen Gegenstände wie Messer oder Sporttaschen. Gesichtserkennung, Drohnen mit Kameras und chemischen Sensoren, also sie wollen so kleine Partikel irgendwie aufspüren von Drogen oder Bomben. Tracking mobiler Objekte, Textanalyse und Data Mining von Webinhalten, Erschließung von Beziehungen, also tatsächlich Analyse sozialer Netzwerke, da habe ich extra die Quelle angegeben, weil es eben auch in einer parlamentarischen Anfrage so genauso stand. Vernetzung von Drohnen, Sensoren, Kameras und mobilen Endgeräten, also sie wollen ein großes Netzwerk schaffen, das eben ein Polizist mit seinem mobilen Endgerät Informationen abrufen kann. Streaming von Mediendaten, eben so eine Videoüberwachungsdaten oder irgendwelche Ortsdaten von irgendwelchen Personen und Watermarking und Medieninhalten. Also da geht es darum, Medieninhalte nicht textuell mit Informationen zu versehen, sondern Metadaten reinzurechnen für Integritätschecks oder dass man nachweisen kann, wo diese Videoaufnahmen gemacht worden sind oder wer die eventuell abgerufen hat. Und das ist ein bisschen, was die im Hinterkopf haben mit Datenschutz. Also wenn etwas geleakt wird, wie kann man es nachweisen, dass es von wo es kommt? So, eine sehr interessante Folie, noch von Anfang des Projekts, irgendwie 2009, im November war das, ist die neunte Folie von einer Präsentation, wo Index sich vorgestellt hat und Selection of Expected Results. Automatic Monitoring of Public Resources such as Websites, Peer-to-Peer-Networks and Individual Computer Systems. Public Resources.
Na gut. Also zusammengefasst sind es nicht, wirklich alles neue Techniken, die sie entwickeln, aber neu ist sozusagen die Ambition, das alles zu einem großen System zu vernetzen. Und wir wissen ja alle, die Summe der Teile ist eben mehr als die Teile. Es gibt aber auch einige Stimmen, die halt einfach schon bezweifeln, dass INDEC das überhaupt hinbekommt, so von der Koordination, weil eben diese Forschungseinrichtungen und Universitäten und Firmen eben über ganz Europa verteilt sind. Und man natürlich, um Fördergelder zu bekommen, erstmal große Versprechungen macht und sagt, hier, wir wollen hier so ein großes Netzwerk und jeder bekommt ein Gerät in die Hand und Datenaustausch und das wird alles Hand in Hand gehen. Also einige, die vielleicht Ahnung davon haben, sehen, dass es noch, also dass es innerhalb der nächsten paar Monate, die dieses Projekt jetzt noch besteht, wahrscheinlich nicht zu schaffen ist. Neben INDEC gibt es eben auch noch sehr, sehr viele andere Projekte. Ich gehe da mal kurz ein, an die Liste hatte ich ja vorhin schon gesagt. Eben, die sind alle vom Bundesministerium für Bildung und Forschung administriert. Da gibt es zum Beispiel ADES. Die Auswertungsroutinen sollen Verhalten, Gestik und Mimik, das typischerweise zu einer bedrohlichen Handlung führt, erkennen und in einem solchen Fall Alarm auslösen. Also das ist jetzt nicht nur Erkennen von etwas ist schon passiert, sondern sie wollen anhand von Körpersprache eben schon prognostizieren, was gleich passieren wird. Interessanter Punkt. APFL habe ich in zwei verschiedenen Schreibweisen, also einmal mit EL klein und einmal so, aber ich weiß auch nicht, was sie damit bezwecken wollen. Aber Tracking, zeitliche Zurückverfolgung und sogar Prognosen von Laufwegen verdächtiger Personen auf Flughäfen zur Einschätzung des Gefahrenpotenzials. Also sie wollen, wenn zwei Leute sich treffen und davon 5 Minuten später eine irgendwie sich auffällig verhält, wollen die sozusagen anhand der Daten, die schon existieren von den letzten 10 Minuten, zurückverfolgen, mit wem der sich getroffen hat und wo der herkam und mit welchem Auto der vielleicht gekommen ist. Also das mit dem Auto habe ich gerade dazu erfunden, um genau zu sein. Aber die wollen sozusagen die Laufwege analysieren und nicht nur eben rückwirkend in der Zeit, sondern eben auch prognostizieren, wo jemand lang geht. Und wenn er da nicht lang geht, dann könnte man sagen, der sollte doch jetzt eigentlich irgendwie zu seinem Flugzeug gehen, aber er geht in eine andere Richtung, vielleicht nochmal irgendwie auf die Damentoilette, um da die Bombe zu platzieren, die blaue Tasche. Dann gibt es ASEF, halbautomatische Situationseinschätzung der Videobilder beim B- und Entladen von Flugzeugen gegen Terrorismus. Ja, Common Sense, intelligentes Videosystem, das auf potenzielle Gefährdungssituationen unmittelbar und automatisch aufmerksam macht. Also die Sachen überschneiden sich auch. Und dann gibt es halt noch ein paar mehr, will ich jetzt aber gar nicht weiter drauf eingehen. Da ist ein Link vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, da findet ihr die Projekte alle nochmal beschrieben, falls ihr weiterlesen wollt. Und dann gibt es natürlich auch noch eine ganze Menge Projekte in Europa, die zum Teil wesentlich mehr Budget haben als INDEC selbst. Da bin ich jetzt noch nicht Spezialist drin, aber da gab es einen sehr interessanten Artikel von Erik Töpfer bei Heise, bei Telepolis. Da gibt es ADAPT zum Beispiel mit 4,5 Millionen Budget, Automated Detection of Abnormal Behavior and Threats in Crowded Spaces, also tatsächlich in öffentlichen Bereichen sozusagen die Erkennung von Gefahren. IMSC mit sogar 23 Millionen, die forschen an mobilen, schnellen, einsatzbaren Systemen zur Sicherung von Großereignissen, also mit Videoüberwachung, Kontrollpunktsicherung und Gefahrenstoffdetektion. Die wollen Satelliten einsetzen, Luftschiffe, Infrarote und Terahertz-Kameras, also eben auch wieder dieser Versuch, diese ganzen Einzeltechniken irgendwie zusammenzubauen. Perseus, Talos, EFISEC, I2C, Sibylla, das sind also auch insgesamt mit 110 Millionen Euro versehen. Und die forschen eben an Ausbau und Integration der existierenden Grenzüberwachungssysteme. Also das ist sozusagen eher militärischer Einsatz. Aber eben, das rückt ja auch immer mehr zusammen. Also die Techniken, die wir jetzt für unsere Verhaltenserkennung und die Netzwerke, die da aufgebaut werden, die erinnern halt eben auch sehr stark schon an Militärtechnik. Und dann gibt es noch SecureID mit 40 Millionen, die eben an Sicherheit von Personen und Infrastruktur forschen. Also von kleinen Kriminalität bis zu großem Terror.
Die forschen daran, wie man standardisierte Lösungen bekommt. Also, dass eben die gleichen Formate benutzt werden für Videomaterial oder und so weiter. Also, damit das alles schön flüssig dann, dass wir schön flüssig überwacht werden können, ohne irgendwelche Kompatibilitätsprobleme. Aber eben auch vorausschauende Videoanalyse und intelligente Lagebildeinschätzung. Und eben auch wieder diese Detektion von chemischen und biologischen Stoffen. So, also um jetzt mal ein bisschen bildhafter zu werden, woran wird wirklich geforscht? Also man kann schon relativ gut Personen erkennen im Bild. Also nicht die Identität, sondern erstmal nur das Tracking. Also man spricht ja auch von Face Recognition und Face Detection. Also hier wäre es jetzt Detection von Personen und auch wie die im Raum stehen. Das hier ist ein Screenshot aus dem hoffentlich schon bekannten Indect-Video, was ich jetzt nicht nochmal zeigen werde, vielleicht wenn wir noch Zeit haben. Eben auch diese Gesichtserkennung. Dann habe ich noch interessante Videos auf YouTube gefunden, wo man das ein bisschen visualisiert sieht. Also man sieht hier rechts diesen Wireframe. Das soll den Raum darstellen, der von der Videokamera abgedeckt ist. Und in dem Video sieht man, wie jemand hier so rausläuft. Und dann wird vermutet, in welchem Umkreis der sich noch befinden kann. Und je weiter die Zeit voranschreitet, desto größer wird dieser Ring, also wie bei so einem Computerspiel. So. Jetzt ist jemand bei Age of Empires im schwarzen Bereich, aber ich kann noch so ungefähr abschätzen, wo er sein könnte. So. Und wenn er dann wieder ins Bild wandert, dann genau. Und mit solchen 3D-Grafiken werden dann auch die Operateure dann versehen. Ja, aber eben diese, auch einfach diese Laufwege, über die ich schon gesprochen habe. Dann ob irgendwelche, also Objekterkennung, ob irgendwelche blauen Taschen irgendwo liegen gelassen werden und ob der Besitzer, also wird sozusagen ein Matching gemacht, zu wem gehört das jetzt und ist der schon länger als eine bestimmte Zeit weg und verlässt er den Radius. Ja, oder eben tatsächlich Verhaltenserkennung, also Szenen verstehen, dass jemand, das ist jetzt hier von so ein Bild von einer Drohne, das war so ein Testeinsatz bei so einem großen Festival, wo alle ganz begeistert waren, dass sie jetzt beobachtet werden und dass das ja sicherer ist. Und hier packt jemand sozusagen einfach irgendwas in die Mülltonne und das wird dann in dem Video als, ja, hier wird eine Gefahr erkannt, hier hat jemand eine Bombe, weil er auch diesen typischen schwarzen Kapuzenpulli trägt. Und wahrscheinlich wird das dann da schon mit reinprogrammiert oder so. Naja. Weiterhin wird dann tatsächlich an sowas wie Körpersprache-Analyse geforscht. Also man sieht hier so ein paar Fußballfans, die in der einen Einstellung so jubeln und sich so anspringen, so ein bisschen ihren eigenen Moshpit aufmachen. Und in der anderen Szene keifen die sich halt an und schlagen sich und rangeln so ein bisschen rum. Und man sieht dann irgendwie hier links diesen Balken, wo dann halt quantifiziert wird, wie aggressiv dieses Verhalten jetzt ist. Und man kann es eben noch nicht besonders gut erkennen. Aber also, sie machen das. Es gibt im Prinzip zwei verschiedene Arten, wie man Auffälligkeit überhaupt modellieren kann. Nämlich einmal entweder ganz explizit mit diesen ganzen, also man muss ja erstmal aus dem Pixelbild irgendwie Kantenerkennung und dann gibt es eine Ebene drüber, wie man das dann auswertet, ob dann da ein Mensch zu sehen ist, dann gibt es irgendwelche Modelle für Körperscanning und so, gibt es ganz viele Papers drüber, also wird unheimlich dran geforscht. Und entweder benutzt man jetzt diese ganzen einzelnen Techniken, um dann ganz explizit zu sagen, dieses und dieses Verhalten ist auffällig und dieses Verhalten ist auffällig. Und da steckt sozusagen die Problematik drin, dass man natürlich immer irgendwelche Vorurteile mit reinmodelliert. Also zum Beispiel wird tendenziell öfter, gibt es Studien darüber, an farbige Menschen rangezoomt bei Videoüberwachung. Wenn man die dann überprüft, dann haben die halt irgendwie tatsächlich irgendwas gemacht und dann kommt halt in den Statistiken, dass farbige Menschen irgendwie krimineller sind. Also solche Sachen verselbstständigen sich dann. Und wenn man solche Sachen eben schon reinmodelliert in diese Technik, da muss man eben aufpassen. Und die, also sozusagen so eine Art
Blacklist-System. Man schreibt genau auf, was man nicht haben will. Oder aber man automatisiert nicht nur die Überwachung, sondern auch die Modellierung. Das heißt, man stellt eine Kamera auf und filmt ein paar Tage lang Verhalten, wie irgendwelche Leute mit Kinderwagen da lang schieben und eben sich ganz normal verhalten, wie man das eben so wünscht im öffentlichen Raum. Und gerade laufen, weiß ich nicht. Der Computer lernt dann zum Beispiel, ich habe es jetzt hier mit so einem neuronalen Netzwerk mal dargestellt, da gibt es auch schon Versuche, aber es gibt eben auch andere Ansätze, muss man jetzt technisch nicht drauf weiter eingehen. Aber dann lernt sozusagen der Computer selbst, was ist eigentlich normales Verhalten. Und wenn es dann irgendwelche Abweichungen gibt in irgendwelchen Werten, dann kann eben der Alarm anspringen. Oder irgendwelche Informationen weiter ausgewertet werden oder die Personen verfolgt werden oder und so weiter und so fort. Und wer sich schon mal mit neuronalen Netzwerken beschäftigt hat, die irgendwie ein bisschen größer waren, der weiß, dass man da ganz schwer nur irgendwie dann verstehen kann, wie die Sachen zusammenhängen, was da eigentlich passiert. Und wenn schon die Techniker selbst es nicht verstehen, dann können die Leute, die vor der Kamera sind, die Betroffenen, schon gar nicht mehr einschätzen, was jetzt hier eigentlich los ist. Neben den Punkten, die jetzt ausgegraut sind, die ich jetzt alles schon als Bild hatte, das sieht man dann wahrscheinlich besser, wenn man sich das im Internet anguckt, gibt es eben noch Mimikerkennung, die jetzt auch in diese Aggressionsdetektion irgendwie mit reinspielt. Blickrichtungsabschätzung, also so Gaze Detection nennt sich das, also man versucht aus dem Bild heraus zu erkennen, in welche Richtung man guckt. Das sind halt also kleine Bausteine, die dann dafür sorgen, dass man eine Szene tatsächlich versteht. Automatisches Schlussfolgern, also tatsächlich diese Idee, gibt es halt schon so Werbevideos von Firmen, die halt auch diesen ganzen Kram schon machen. Also es ist jetzt nicht alles Schnee von morgen. So. Jemand steht an einer Straßenbahnhaltestelle und die Straßenbahn kommt und er steigt nicht ein und es steigt auch niemand aus und dann kommt die nächste und dann steigt er wieder nicht ein. Und dann geht er irgendwie an eine Ecke und da steht ein Van, wo er irgendwie in die Scheibe reinguckt und dann wird der Van fährt irgendwo hin an einer Botschaft vorbei und dann wird halt die Botschaft informiert, dass es jetzt vielleicht eine Gefahr gibt. Solche Szenarien haben die dann im Kopf. Also das sozusagen mit automatisches Schlussfolgern gemeint, was sie sich da halt überlegen, ob das jetzt dann so eingesetzt wird. Ja, dann wird geforscht an Audio verstehen. Also sie wollen sozusagen mit ziemlich hochentwickelten Mikrofonen in Stadien vor allen Dingen genau rausfinden, wo welches Geräusch herkommt. Also müsst ihr euch vorstellen, das ist so eine große Tafel mit so einer Matrix von Mikrofonen. Und wenn ich jetzt ein Audiobild von euch mache und ein Videobild, dann hätte ich jetzt eben hier so ein Bild. Hier sieht man jetzt eine Szene und da gibt es einen kleinen Ausschnitt. Ohne Ton. Also man sieht hier irgendwie eine nachgestellte Szene, der stirbt nicht wirklich. Und dann bekommt man sozusagen das Bild angereichert mit der Information, wo kommt jetzt der Knall. Erst hier oben links kommt der Knall und dann schreit hier eine Frau und dann weiß man Bescheid. Genau, das Problem ist jetzt, man hat irgendwie diese ganzen Informationen, die jetzt mehr oder weniger, eher weniger die Realität abbilden, weil es gibt ja Filter beim Videoüberwachen, also da wissen die Geografen Bescheid, also so ein öffentlicher Raum, da passiert ganz viel, da geht ein Hund an einem Baum vorbei und pinkelt und es stinkt irgendwie nach McDonald's oder so. Also es ist eine komplexe Szene irgendwie und dann werden Kameras aufgestellt, das ist sozusagen der erste Filter, wo werden die Kameras hingerichtet, auf welche Räume wollen wir jetzt Acht geben. Das ist dann der erste Filter, dass ausgewählt wird, was irgendwie aufgenommen wird. Und dann gibt es den zweiten Filter, das ist natürlich der Videoüberwachende selbst, also der Operateur, nenne ich die immer, irgendwie auch nur eine bestimmte Wahrnehmung davon hat, also auch wieder filtert und vielleicht den Ort gar nicht so gut kennt oder so, wenn er halt sehr viele Kameras hat. Also es wird immer mehr sozusagen von der 3D-komplexen Szene auf immer weniger reduziert. Und das geht ja auch gar nicht anders, aber bei der Automatisierung wird eben dann versucht, diese Reduzierung von Daten wieder automatisiert anzureichern mit Informationen. Also man schickt sozusagen Informationen in den Computer rein, also analysiert die, versucht diese Szene zu erkennen und gibt diese Informationen mit seiner Interpretation dann wieder an den Operateur oder die Operateurin
weiter so. Also diese Vorstellung davon, dass jemand auch wieder nur an so einer Matrix sitzt und dann blinkt ein rotes Lämpchen auf. Also die hatte ich ganz lange, als ich mich damit beschäftigt habe, bis ich dann irgendwie immer an echten Systemen irgendwie das, einen Eindruck davon bekommen habe, wie die so aussehen. Aber so ist es eben nicht. Das ist eben nicht nur ein Alarmsystem, sondern man, derjenige, der dann da vor dem Bildschirm sitzt, der kriegt angereicherte, sozusagen generierte Informationen. Und Beware, das ist ein Video, was man auch auf YouTube findet, die haben sich sozusagen schon ein komplettes System ausgedacht. So ein Arbeitsplatz soll dann so aussehen. Also man hat verschiedene Monitore und alles mit ganz bequemen Stühlen und Telefon. Und was derjenige dann sieht, ist Folgendes. Ich hoffe, man erkennt es. Also man hat hier verschiedene Bildschirme. Hier hat man eine 3D-Sicht auf die ganze Szene. Also man hat irgendwie so eine modellierte Stadt, fast wie in so einem Computerspiel, wo die Kameras zu sehen sind und in welchem Winkel die gerade ausgerichtet sind. Dann hat man hier nochmal so eine Bird's-Eye-View von oben mit den verschiedenen Kameras. Und nochmal verschiedene andere Sichten mit Stadtplan und welche Kamera man gerade angeklickt hat und so weiter. Und diese Bilder werden dann analysiert in dieser Software, die da vorgestellt wird. Und zum Beispiel findet man hier was ganz Interessantes. Das ist nämlich ein Fenster, der erkennt hier dieses Nummernschild. Und hier diese Grafik soll irgendwie veranschaulichen, wie oft dieser Wagen in dieser Gegend schon zu welchen Uhrzeiten gesehen wurde, wie schnell er wahrscheinlich gefahren ist und was er sonst noch so für Eigenschaften hat. Und das wird alles in eine Datenbank eingepflegt und dann können diejenigen, die dann davor sitzen, entscheiden, nein, der sieht aber ein bisschen verdächtig aus, sonst kommt er doch immer 15 Uhr so. Also solche Dinge werden da überlegt und gibt es schon. Also so viel zu der roten Lampe, die aufleuchtet und dass derjenige, der dann davor sitzt, irgendwie noch wirklich eine Entscheidung hat. Jetzt komme ich mal zu der Projektethik von Indect und zu den Datenschutzüberlegungen. Wer meinen kurzen Teaser gelesen hat, hat sich vielleicht schon gefreut über meinen Infekt. Der Ethikrat achtete penibel darauf, dass niemand sich bei der Forschung am neuen Killer-Virus ansteckt. Also der Ethikrat hat doch auf ganzer Linie sozusagen alles getan, was er musste bei der Forschung am Killer-Virus. Ganz präsent auf der Indect-Website sieht man folgenden Text. Existing systems would operate with less human intervention, which will lower the level of subjective assessment and the number of human mistakes. This means less stuff will be required for supervision of surveillance activities. This will result in less opportunity for illegitimate use of such information or for human error to result in violations of the rights of the individual. Also die Leute, wenn man weniger Leute sozusagen auf die Daten gucken lässt, dann kann ja auch niemand die missbrauchen. So, das ist sozusagen deren Idee davon, zu sagen, wir kümmern uns doch um Datenschutz. So, das ist doch sogar gut. Das ist doch total gut. Naja. Und eben, was sie auch immer wieder hervorheben, und das ist eben dieser grüne Kasten in diesen drei Säulen, was ich vorhin erzählt hatte, dass eben die Gemüter beruhigt werden mit diesem Watermarking, dass man eben zurückverfolgen kann, wo wer was wie abgerufen kann. Also wenn ein Operator sich irgendwelche Videos sozusagen runterlädt, dann werden die eben mit Informationen versehen, dass er das an diesem Tag und so war. Das sind so deren Ideen. Aber das hilft ja auch nur irgendwie im Fall von einem Leak. Und was sie halt auch sagen, ist dieses Face Blurring, dass sozusagen Bilder erstmal gespeichert werden, sodass die Gesichter nicht zu erkennen sind. Aber in einem Vortrag bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, wo jemand von Indect auch tatsächlich da war, hat er auch im Prinzip zugegeben, dass man das sozusagen auch wieder zurückrechnen kann. Also es ist nicht einfach, aber es funktioniert schon. Also wir würden es sowieso schaffen. Wenn wir es wollen. Dann kommen jetzt noch so vier parlamentarische Anfragen, die ganz interessant waren, um rauszubekommen, wie die so ticken, also wie die so über ihr eigenes Projekt nachdenken. Parlamentarische Anfragen an die Europäische Kommission, da können also Abgeordnete Fragen stellen, die dann in kürzester Zeit beantwortet werden sollen. In welcher Form und durch wen wird eine Vereinbarkeit dieser Forschungsziele mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und den zu erwartenden gesellschaftlichen Auswirkungen geprüft, fragt jemand noch kurz nach Projektbeginn. Um zu gewährleisten, dass die ethischen Grundsätze eingehalten werden, werden im Rahmen des Bewertungsverfahrens
Bewertungsverfahrensprojekte, die aus ethischen Gesichtspunkten als sensibel gelten können, einem speziell für ethische Fragen zuständigen Gremium vorgelegt, diesem Ethikgremium eben von Ethik. Solche Gremien stellen sicher, dass die Forschungsaktivitäten in Übereinstimmung mit EU- und nationalen Rechtsvorschriften und Regeln durchgeführt werden. Dieser Punkt Forschungsaktivitäten ist, ich denke, es gibt ungefähr so 20 bis 40, ich habe es gerade nicht im Kopf, Anfragen eben, die genauso ablaufen, dass die immer von dem, also nicht von dem Projektindex, sondern von dem System, was dann irgendwann eingesetzt wird, Index sprechen. Und dann gibt es halt immer dieses Missverständnis so aber Index überwacht uns ja, nee. Und dann kommt immer die Antwort, nein, das Forschungsprojekt Index und so weiter und so fort. Und so geht es weiter. Wie beurteilt die Kommission den konzeptionellen Widerspruch des Projekts mit europäischem Datenschutz und Verfassungsrecht, insbesondere in Anbetracht einer möglichen Zweckbindung der oben erhobenen Daten zur Erstellung von Personenprofilen und einem gleichzeitigen automatisierten Scan der Bevölkerung? Das INEC-Projekt ist auf seine Vereinbarkeit mit den Grundsätzen für die Verarbeitung personenbezogener Daten geprüft worden. Die Vereinbarkeit wird unter anderem durch eine ethische Prüfung gewährleistet. Bei INEC handelt es sich um ein Forschungsprojekt. Forschungsprojekte befassen sich mit Zukunftstechnologien, deren Einsatz außerhalb der experimentellen Nutzung noch nicht in Rechtsvorschriften geregelt ist. Steht denn die Finanzierung solcher Forschungen aus dem EU-Haushalt nicht im Widerspruch zum Geist, also jetzt kommen sie langsam dahinter, so, der Grundrechtscharta? Schließlich trägt die EU durch die Finanzierung des INEC-Projekts dazu bei, dass die Anwendung entsprechender Technologien ermöglicht wird, selbst wenn sie nicht von der EU-Institution umgesetzt oder durch EU-Richtlinien geregelt wird. INDEC muss wie alle geförderten Projekte Anforderungen an die Verarbeitung personenbezogener Daten erfüllen. Außerdem liegt die Verantwortung dafür, dass die neuen Technologien unter Wahrung des Rechts des Einzelnen auf Schutz seiner personenbezogenen Daten eingesetzt werden, weiterhin bei den Behörden der Mitgliedstaaten. So. Dann geht es weiter. Ist es in Anbetracht der erheblichen Bedenken gegenüber der Einführung von INDEC wirtschaftlich, jetzt ein anderer Punkt, ne, wirtschaftlich sinnvoll, dass die Kommission 10,9 Millionen Euro zur Finanzierung eines Projekts bereitstellt, das wahrscheinlich nicht verwirklicht werden kann, da es gegen die Datenschutzrichtlinien verstößt? Jetzt auf Englisch: The Commission would like to inform the Honorable Member that it has no indication that INDEC has violated the Data Protection Directive in the course of its current research activities. Also eine ganz konkrete Frage, so, die auf die Anwendung und warum forschen wir denn daran, wenn wir es sowieso nicht benutzen können? Und dann wird halt gesagt, so, da gibt's gar keine Datenschutzprobleme. Ja. Zeit einmal. Ah, okay. Weil ich nämlich zu meinem Fazit können wir länger reden, sehr gut. Die Sicherheitsforschung zur automatisierten Überwachung wird massiv vorangetrieben, haben wir gesehen. Es wird unheimlich viel Geld reingepumpt auf nationaler, auf europäischer Ebene. Ethische Aspekte und Grundrechte werden nur irgendwie fadenscheinig berücksichtigt und eigentlich bewusst ausgeblendet. Wird gesagt, da kümmern sich dann diejenigen darum, die das dann irgendwie anwenden. Ergebnis des Automatismus ist eben nicht nur eine rote Lampe. Dieses Bild, was ich immer im Kopf hatte, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, die am Videobildschirm aufleuchtet. Und die Sicherheitsindustrie ist ein entscheidender Wirtschaftsfaktor. Eben dieser Punkt, dass Europa und Deutschland eben, naja, Deutschland hat gerade nicht so viele Rohstoffe eben und dann müssen wir halt solche Sachen exportieren anscheinend. Was für Fragen sollte man sich also stellen? Wollen wir von Computern nach automatisiert erstellten Modellen überwacht, bewertet und verdächtigt werden? Wie stark darf automatisiert werden? Also wie viel Verantwortung kann man überhaupt zum Operateur überantworten? Und wie viel, also eben diese Projektethik ist eben auch, naja, da guckt ja noch mal jemand drauf. Der Computer entscheidet ja nicht, ob jemand festgenommen, erschossen oder irgendwie zur Sicherheit verwahrt wird, sondern da ist ja noch mal jemand da, der dann drauf guckt und die Entscheidung trifft. Es gibt auch verschiedene Papers, die so eben sich schon mit Datenschutz und Ethik beschäftigen, die halt schon mit diesen Projekten auch zusammenarbeiten. Da gibt es dann so drei Phasenmodelle,
dass eben diese Maschinerie von Auswertung eben in verschiedenen Stufen stattfindet, dass am Anfang irgendwie von weit weg mit geringer Auflösung und Pixel und verpixelten Gesichtern oder so das alles dargestellt wird. Und wenn dann der Computer sagt, so, naja, hier ist irgendwas komisch, ne, ob das jetzt so modelliert ist oder ob das mit irgendwelchen neuronalen Netzwerken irgendwie funktioniert. Und dann gibt es halt irgendwie sozusagen eine Alarm 2, also noch vor dem Alarm, aber erstmal so eine Aktivierungsstufe 2. Und dann wird vorgeschlagen so, und wenn dann muss dann der Operateur oder die Operateurin muss dann halt sagen, ja, das kommt mir schon auch irgendwie komisch vor. Okay, und dann geht es in die zweite Stufe und die zweite Stufe wird dann auch wieder beschrieben, in welchen Fällen und so weiter und so fort, was passieren könnte, dass dann in die dritte Stufe eingegangen wird. Und dann wird es halt irgendwie total Zoom aufs Gesicht und Mimikerkennung und Gesichtserkennung und alles wird in HD gespeichert und aufgehoben und ausgewertet später. Also so dieses Stufenmodell, aber das eben auch wieder nicht bedacht. Also das sind sogar schon Projekte, die sich sozusagen mit der Ethik beschäftigen, die aber wieder nicht darüber nachdenken, sondern was bedeutet das denn für jemanden, der sich irgendwie im öffentlichen Raum aufhält, an Überwachungsdruck? Ich will jetzt ja nicht in die zweite Stufe kommen. Ich laufe mal jetzt, keine Ahnung, vielleicht wollen die, dass ich da lang laufe, dann laufe ich mal da lang so. Und vielleicht passiert das ganz unbewusst und vielleicht passiert das auch nicht jedem von uns, aber wenn es irgendwie ein Viertel passiert, sich irgendwie einzuschränken in der Verhaltensweise, selbst wenn man es gar nicht merkt, dann ist da auf jeden Fall schon Bedarf, sozusagen irgendwas anders zu gestalten. Also besitzen diese Operateure überhaupt noch mit dieser ganzen Automatisierung eine tatsächliche Entscheidungsgewalt? Wenn der Computer sagt so, vielleicht doch wieder die rote Lampe, hier gibt es ein arges Problem und der Operator bekommt irgendwelche Informationen, die angereichert sind mit irgendwie hier und der hat doch vorhin schon mal irgendwie, ist doch der schon mal da lang gelaufen, hat sich mit dem und dem getroffen, der kann noch gar nicht entscheiden, ob das jetzt wirklich so ist oder nicht und im Zweifelsfall, wenn gerade jemand rennt und Rennen wurde auch als auffälliges Verhalten auf jeden Fall definiert, dann ist irgendwie in den Augen des Operateurs oder der Operateurin ist dann einfach Gefahr in Verzug und dann wird er natürlich den Knopf drücken. Und das ist halt so ein bisschen meine These. Und damit beschäftige ich mich genau so mit diesen, welche Eigenschaften haben technische Systeme in der Mensch-Technik-Interaktion, die dann eben ein Datenschutzproblem oder ein Rechteproblem oder ein ethisches Problem darstellen. Über die Auswirkungen habe ich gerade schon gesprochen, eben welche Auswirkungen auf Gesellschaft hat das Ganze dann. Wird vielleicht durch diese ganzen Maßnahmen die Gesellschaft, die wir eigentlich sozusagen versuchen zu schützen, durch diese Maßnahmen zerstört? Nimmt die Hilfsbereitschaft und Zivilcourage vielleicht ab, wenn man denkt so, naja, da ist ja die Kamera, das ist ja jetzt schon so, dass man darüber nachdenkt. Muss da jetzt was tun? Und wenn da auch noch ein Computer dahinter steckt, der auch noch erkennt, wenn jemand stürzt, die alte Dame, weil der Stock durchgebrochen ist, oder dann könnte man sich schon vorstellen, dass es dann irgendwie so ein Desinteresse sich entwickelt. Oder dass man irgendwie die Hände davon lässt oder sich nicht mehr darum kümmert, dass jetzt noch ein Arzt gerufen wird oder die Polizei. Und eben dieser wahrscheinlich noch viel größere Überwachungsdruck, der dann stattfindet. Eine weitere sehr interessante Frage ist, es gibt ja dieses Prinzip von Privacy by Design, also dass man, wenn man sich mit Informatik und Datenschutz beschäftigt, dann kommt man schnell auf diesen Begriff, dass man eben schon in der Erstellung von Software beachten kann, dass damit gar nicht so viel Schindluder getrieben werden kann mit den Daten, die aufkommen. Also guckt sich also an, welche Daten kommen vor und wie kann ich die innerhalb des Systems mit Verschlüsselungstechniken oder irgendwelchen Protokollen oder irgendwelchen Beschränkungen schon so gestalten, dass eben diese Daten gar nicht missbraucht werden können, dass manche Daten gar nicht verknüpft werden können oder dass irgendwelche Anonymisierungen stattfindet, wenn man irgendwelche Datenerhebungen macht oder so. Und die Frage ist so, kann man das bei solchen Systemen? Kann man irgendwie in das System einbauen, dass bestimmte Sachen, die man eigentlich gar nicht detektieren will, doch detektiert werden? Kann man feststellen, ob die Modelle stimmen? Kann man dafür sorgen, dass das sozusagen inhärent in dem System schon drin ist, dass es nicht missbraucht wird? Und ich denke nicht.
Na, und eine ganz wichtige Frage ist, wollen wir solche Techniken überhaupt an andere beliebige Länder, also wirklich beliebige Länder verkaufen? Also wir forschen da dran und alle Datenschützer sagen so, wir forschen da dran, aber das ist mit keinem einzigen Grundrecht irgendwie vereinbar, diese Technik. Also warum forschen wir da dran? Naja, ganz offensichtlich wollen wir damit Kohle machen. So. Also sowas muss auf jeden Fall auch diskutiert werden. Ja, und die Metafrage, welche anderen Fragen müssen gestellt werden? Also man könnte sich zum Beispiel überlegen, für die Informatik, weil wir haben da nicht wirklich Methodiken. Also ich schreibe eben gerade eine Arbeit darüber und suche gerade händeringend eigentlich nach einer Methodik, wie ich sozusagen das irgendwie abschließend genau angucken kann, was da eigentlich die Probleme sind, bei so einem, also aus technischer Sicht für die Ethik, für die Grundrechte und für die Gesellschaft. Also muss auch sozusagen auf dieser Metaebene mal darüber nachgedacht werden, wie können wir solche Techniken, die jetzt immer weiter in unser alltägliches Leben reinreichen, wie kann da vorher schon drüber nachgedacht werden? Und ich schließe mit einem Weizenbaum-Zitat: Es ist keine Sünde, dabei zu sein, sagte ein Franzose mal, es ist eine Sünde, dabei zu bleiben. Ja, gibt es Fragen oder Anregungen oder Kontakte? Wie machen wir das? Dann entscheide du einfach und. Ich habe hier eine Frage von Feitraus aus dem IRC. Würde gern wissen, was dieses Ethikrat konkret gemacht hat. Welche. Wie bitte? Ja, Teilfragen. Monitor? Also, ich höre dich schon, aber nicht akustisch nicht gut. Sagst du das nochmal? Er würde gerne wissen, was dieses Ethikrat konkret gemacht hat. Dieser Ethikrat, also dieser Ethikrat ist eine ganz verzwickte Sache irgendwie. Erstmal stecken da Leute drin, also erstmal ist die Aufstellung so ein bisschen fragwürdig gewesen, da haben sich irgendwie sehr viele darüber aufgeregt. Was die im Prinzip machen ist, die gucken sich nur innerhalb des Projektrahmens an, auf welche Sachen geachtet werden muss. Und da stecken Polizisten drin, und aber nicht wirklich irgendwie Gesellschaftswissenschaftler oder Soziologen oder so, sondern das sind halt Leute, die sowieso mit dem Projekt zu tun haben, also sind 12 Leute. Und die haben im Prinzip nach und nach eher auch so eine Art Zensurrolle übernommen. Weil nämlich im Endeffekt alle Daten, die rausgehen, also alle Veröffentlichungen, die Index rausgibt, erstmal durch den Ethikrat gehen, und dann gucken die halt erstmal, ob das alles okay ist, was da drin steht. Und wo sie ganz stolz drauf sind, dass sie eine Frauenquote einhalten. Also das sind die Sachen, mit denen die sich auch beschäftigen. Ist ja gut, ist ja wichtig. Aber ja, die treffen sich und reden darüber. Also guckt euch die Texte an, die sind nicht lang. Die sind auch relativ aufschlussreich. Also das ist genau das Problem vielleicht, ja. Also Index ist schon, also diese Aussagen, dass Index total ein geheimes Projekt ist, ist jetzt nicht wirklich der Fall. Also man kann schon mit denen in Kontakt treten, und die waren auch schon auf dem Kongress hier. Also da waren Leute, die haben hier versucht, die Sachen richtig zu stellen, und die sind auch bereit, irgendwie eben sich mit Töpfer und Möchel zusammenzusetzen, irgendwie von der Rosa Luxemburg so eine Podiumsdiskussion. Ich glaube, es beantwortet. Dann habe ich eine Frage. Ich glaube, wir sind hier alle erwachsen genug, um zu wissen, dass was technisch möglich ist, auch irgendwann mal technisch gemacht werden wird. So. Vor allen Dingen dann, wenn wirtschaftliche Interessen dahinter stehen. Und eine Sache, von der ich also sehr stark angehe, dass es irgendwann mal, oder dass da auf jeden Fall starke Interessen dran sind, ist die Echtzeit-Gesichtserkennung. Also sprich, wir haben überall unsere Videokameras, die dann auch eine entsprechende hohe Auflösung haben, und irgendwann könnte ja die Richtung dahin gehen, dass man Software hat, die dann von uns auf der Straße eine Echtzeit-Gesichtserkennung vornimmt und dann zu fast lückenlosen Bewegungsprofilen kommt. Solche Bewegungsprofile sind dann ja für eine Menge Sachen gut. Die Frage ist, jetzt aus technischer Sicht gesehen, was meinen Sie, wie weit wären wir von einer solchen Technik jetzt noch entfernt?
von der Umsetzung her, wenn wirklich Leute jetzt dran gehen würden, dafür die entsprechenden Budgets freizustellen, um das zu erforschen. Kennen Sie Picasa? Kann man also mal irgendwie so ein paar Bilder reintun? Also die Gesichtserkennung funktioniert. Also es gab viele verschiedene Pilotprojekte, also zum Beispiel irgendwie wurde am U-Bahnhof Kottbusser Tor in Berlin wurden da so Tests gemacht. Die sind sozusagen von der Polizei, die waren eben wahrscheinlich nicht besonders professionell, die haben Probleme mit Licht, die haben auch noch Probleme mit stark gedrehten Gesichtern, aber im Prinzip, also es gibt, also Gesichtserkennung per se ist gelöst, das funktioniert. Es gibt 3D-Gesichtserkennung und es gibt da unheimlich verschiedene Techniken, die sich gegenseitig ergänzen und die haben Erkennungsraten von über 99%. Also auch wenn man davon ausgeht, dass man noch relativ schlechtes Ausgangsmaterial, also das hat, was so eine Videokamera bei Penny im Eingang oder sowas zeigen würde. Also um Gesicht zu erkennen, sind wirklich nicht wirklich viele Pixel benötigt. Also es geht irgendwie, ich glaube, es reichen so 80 mal 100 Pixel reichen aus. Also um so grob das zu erkennen. Aber also das funktioniert. Es gibt natürlich immer Umsetzungsprobleme und die Kameras, die jetzt vielleicht gerade noch eingesetzt werden, die sind vielleicht nicht gut, aber ich meine, also man findet auf YouTube hochauflösende Szenen, Videomaterial von Shopliftern so. Also da kann man auf den Fingernagel zoomen so ungefähr, also das ist nicht das Problem. Ja, um auf die Gefahr hin, dass ich mich unbeliebt mache, aber ich meine, das Problem ist doch bei diesen ganzen Techniken, also ich meine gerade hier Picasa zum Beispiel, ich meine, ist das ein Dienst, den man vielleicht auch, der vielleicht auch, ja, zum Teil vielleicht auch ganz gut ist oder so, ja? Ich meine, diese ganze Mustererkennung zum Beispiel in der ganzen KI-Forschung und so weiter, diese ganze Bewegungserkennung, Bilderkennung und sonstiges, in der ganzen KI-Forschung, Robotik und so weiter, wird das ganze Zeug ja auch eingesetzt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt... Geht es hier speziell um diese Forschungsprojekte, die jetzt diese Sicherheitsgeschichte hier dahinter haben, oder geht es allgemein um diese Technologie? Weil ich meine, diese Technologie wird auch in anderen Feldern eben eingesetzt. Meine Kritik jetzt? Ja. Also es geht um, also... Ja, genau, also... Natürlich bin ich jetzt nicht generell gegen zweckfreie Forschung. Also wir haben Primzahlen und können damit jetzt irgendwie Primfaktorenzerlegungen, das war lange irgendwie wozu, aber jetzt können wir verschlüsseln, das ist doch super. Die Forschung, die ich beschrieben habe, ist ganz konkret. Die wollen diese ganzen Techniken zusammenbringen zu einem System, zu einem Überwachungssystem. Und diese Forschung, die meine ich. Da muss man drüber nachdenken. Und zwar nicht erst im Nachhinein so, jetzt haben wir hier irgendwas gemacht, so, und das ist zwar nicht mit den Rechten vereinbar, da können wir vielleicht an den Rechten ein bisschen rumdrehen oder es halt verkaufen, wenn es halt hier nicht ansetzbar ist. Aber der wichtige Punkt ist halt, dass man schon projektbegleitend halt über solche Sachen wie Datenschutz und Ethik und Grundrechte nachdenkt, so, und da irgendwie Lösungen findet. Das ist der Punkt. Und das muss halt mehr diskutiert werden. Der Diskurs muss irgendwie stärker betrieben werden. Also das heißt jetzt nicht, dass ich hier falsch verstanden werde, dass ich da für diese Überwachung bin, aber ich meine, ich wollte das nur mal so als, also wenn das jetzt die Kritik sich konkret natürlich gegen diese Überwachungssysteme richtet, weil, wie gesagt, manche Techniken halt in anderen Feldern natürlich auch durchaus sinnvoll sind zum Teil, die halt in dem Bereich natürlich auch Anwendung finden. Ja, es gibt Leute, die finden das sinnvoll. Also sonst würde es ja niemand machen, also... Ich kann mir eine Szene vorstellen, dass jemand auf einem Bahnhof steht mit einer Keule vor einer alten Frau und dann kommt eine Lautsprecheransage, so, unterstehen Sie sich, so. Dann wird er sich vielleicht schon umdrehen und sagen, okay, so wie der Typ im Video, so. Aber darum geht's nicht. Es geht nicht darum, dass es ja schon irgendwie was bringt und dass es schon irgendwie funktioniert. Was ich auch anzweifle, weil diese Modellierung, naja, das ist halt eine andere Frage, da müssen sich Psychologen und Soziologen drum kümmern. So. Aber es geht darum, wollen wir das? Wollen wir automatisiert mit diesen Modellen, die dort erzeugt werden, vielleicht sogar automatisiert erzeugt werden, soll unsere Gesellschaft nach diesen Kriterien durchscannt werden? So. Und selbst wenn es in 40% der Fälle dazu führt, dass es halt irgendwie
in dem Moment sicherer geworden ist für eine Person, weil es halt irgendwie, natürlich gibt es diese Fälle von der blauen Tasche irgendwie, aber und jetzt, wir haben ja ein Video von dem so, aber es bringt halt nichts. Also wie gesagt, ich meinte nicht diese Sicherheitsaspekte, sondern ich meinte, dass verschiedene Teilaspekte davon in verschiedenen KI-Systemen zum Beispiel eingesetzt werden. Aber naja, ich glaube, das ist ja genau die Diskussion, also das kann man jetzt nicht klären. Eine weitere Frage aus dem IRC. Ja, zur Rechten. Olga hat gefragt, ob diese vorigen genannten kleinen Projekte, ob die jetzt Indeck gesamt bilden, also Indeck die Summe daraus ist oder Indeck das Masterprojekt ist. Also das waren alles verschiedene Projekte, von denen ich gesprochen habe. Also es gibt eben einmal dieses Indeck-Projekt, was aus verschiedenen Work-Packages besteht, die auf verschiedene Unis und Firmen verteilt sind, was eben, die zentrale Verwaltung eben in Polen sitzt. Und die anderen Projekte sind erstmal unabhängig davon. Ja. Und welchen Status hat Indeck denn zurzeit? Status. Die werden nächstes Jahr fertig und werden dann präsentieren, was rausgekommen ist. Ich bin noch nicht alles durch, was die so veröffentlicht haben. Das ist halt insgesamt dann doch schon ganz schön viel. Aber ich erwarte jetzt nicht, und das erwarten die, glaube ich, selbst auch nicht, dass die jetzt ein komplettes, fertiges System, eine Plattform und Tool für die Polizei, was sie gleich verkaufen können. Es ist eben ein Forschungsprojekt und so verstehen die sich auch. Okay, dann noch eine letzte Frage von da drüben rechts. Eines der Grundprinzipien, worauf die Techniken, die Indeck und andere Projekte jetzt entwickeln, ja aufbaut, ist ja, dass man zunächst einmal eine Normierung hat. Das heißt, man muss zuerst einmal definieren, was normales Verhalten ist. Und wenn man beispielsweise so selbstlernende Systeme nimmt, wie Sie das am Anfang vorgestellt haben, dann fällt mir gleich eine ganz einfache Umgehung ein, die auch schon in einem Buch von Cory Doctorow, Little Brother, beschrieben worden ist, nämlich einfach mehr Varianz reinzubringen in diese Input-Ebene, sodass man praktisch Auffälligkeiten nicht mehr erkennt, weil sie zu dem normalen Verhaltensset gehören. Beschäftigen sich diese Projekte auch irgendwie damit, wie man solche einfachen Umgehungen dieser Systeme, wie man denen vorbeugen kann, oder befassen die sich überhaupt damit? Ist da etwas bekannt? Glaub, so doll um die Ecke denkt die gar nicht, dass da jemand sich eine Clownsnase aufsetzt. Und das Interessante ist, dass ich immer wieder mit Leuten spreche und Artikel lese und immer wieder wird gesagt so, ja, aber was ist denn das überhaupt, wer definiert denn das dann überhaupt und was ist denn überhaupt auffällig? Diese Frage, um die geht es gerade gar nicht so, weil man braucht, die bauen ja erstmal sozusagen nur die Handwerkssachen, um die Sachen dann später zu modellieren. Ob das jetzt irgendwie der Iran macht oder irgendwie der Berliner Datenschutzbeauftragte, diese Sachen irgendwie unter die Lupe zu nehmen und diese Tools zu benutzen, um diese Modellierung dann zu machen. Das ist dann sozusagen noch eine ganz andere Geschichte. Also da diese Frage zu stellen, was ist denn überhaupt auffällig, ist noch gar nicht dran und ist vielleicht auch gar nicht so notwendig, wenn man erstmal fragt, wollen wir das überhaupt so? Aber mir ist jetzt nicht bekannt, dass die da irgendwie sowas, dass die sowas mit reinmodellieren. Aber im Prinzip wird es ja so sein, dass, also eben, wenn man von dieser, ich nenne es jetzt wieder neuronales Lernen, sozusagen, dass der Computer irgendwie lernt, was ist normales Verhalten, dann wird das ja trainiert mit irgendwelchen normalen Szenen so und dann wird schon darauf geachtet, dass die Sachen während des Lernens dann eben nicht vorkommen, die vielleicht, dass jemand einen Kopfstand macht oder sich die Nase aufsetzt. Ist die Frage so beantwortet oder ja? Okay, dann vielen Dank nochmal, Ben.